Eigentlich kommt das Phänomen aus den USA. Jetzt aber sind die Horrorclowns auch bei uns in Deutschland richtig angekommen. Seit Mitte Oktober häufen sich die Fälle. Menschen mit gruseligen Clownsmasken erschrecken unschuldige Passanten oder greifen sie an. Die Horrorclowns jagen dabei nicht nur der Bevölkerung Angst ein, sie schaden auch dem Image des Clowns. Giuliano Bügler zum Beispiel ist einer. Ein guter Clown, hier beim Zirkus Hansa. Der gastiert im Moment in Mönchengladbach. Giuliano Bügler ist entsetzt darüber, dass der Clown auf einmal eine Art Angstobjekt wird. Und die Horrorclowns schaden dem Zirkusbetrieb. Die Leute beschweren sich, rufen am Telefon an, habt ihr auch so Horrorclowns? Für uns ist das wirklich auch unser Image, auch der Beruf ist davon momentan sehr abhängig. Es ist momentan nicht gut, dass diese Horrorclowns momentan so einen Unsinn machen. Die sollen es lieber bitte sein lassen. Ist wirklich ganz schlimm momentan für uns. Für uns ist das momentan ganz, ganz, ganz schlecht. Auch im Partydiscount auf der Lüpperzenderstraße sind die Horrorclowns Thema. Gerade jetzt um Halloween kaufen viele Mönchengladbacher hier Kostüme und Accessoires. Und auch die gruseligen Clownsmasken sind Teil im Sortiment. Aber Ulrike Reinhardts und ihr Team achten beim Verkauf darauf, wer die Horrormasken kaufen möchte. An Kinder und Jugendliche unter 18 zum Beispiel werden sie nicht einfach herausgegeben. Es sei denn, die Eltern sind dabei. Und es wird genau ausgewählt, welche Masken hier im Regal landen. Wir achten schon im Einkauf ein wenig auf die Produkte und kaufen halt nicht die Produkte ein, die, also es gibt viel, viel schlimmere Sachen noch. Und da ist es also bei uns schon so, dass wir also im Vorfeld auch gucken, dass wir ein bisschen die Ethik auch wahren. Rund 200 Horrorclown-Vorfälle wurden bisher in Nordrhein-Westfalen gezählt. Laut Polizei waren das hauptsächlich Clowns, die andere Leute nur erschrecken wollten. In Mönchengladbach gab es noch keinen Horrorclown-Angriff. Zum Glück, denn die Bürger haben für dieses Phänomen kein Verständnis. Das finde ich schon nicht gut. Das ist unverschämt, das Leute so zu erschrecken. Ich würde sagen, hier oben balla balla. Die erschrecken kleine Kinder oder Mädchen in dem Alter, ne? Was soll man da machen? Was hat denn einer mit so einer Maske rumzurennen? Das war nur was für Karneval. Das ist eindeutig kein Spaß. Ich würde im Knast sitzen. Man kann nur hoffen, dass das so eine Welle ist, die ganz schnell wieder abebbt. Ich würde direkt abhauen, solange ich es noch kann. Magst du besser zu Hause bleiben? Laut der Gladbacher Polizei gibt es keinen Grund zur Panik. Aber sie ruft die Bevölkerung dazu auf, wachsam zu sein. Und sie gibt konkrete Tipps, wie man sich verhalten soll, wenn man einem Horrorclown begegnet. Sollten Sie zur jetzigen Zeit der Verkleidung, gerade um Halloween, auf einen Horrorclown treffen, suchen Sie nicht unbedingt seine Nähe, versuchen ihm auszuweichen, halten Sie Distanz. Und sollte es zu einer tatsächlichen Bedrohung kommen, dann informieren Sie uns bitte unverzüglich, damit wir uns einschalten können und die entsprechenden Maßnahmen treffen können. Übrigens, auch nur erschrecken ist kein einfacher Spaß. Auch das kann schnell zu einer Straftat werden.